Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Ich spiele ja gerade eine Runde mit Swordcraft im Grand Prix, im aktuellen. Und, boah, die gestrige Folge verlief ja etwas, durchwachsen. Mal sehen, was diese Folge jetzt noch so bringt. Und dann haben wir nach diesen beiden Matches ja noch die Packs, einmal die kostenlosen. Aber du bist. Okay. Dich kann ich definitiv essen. Das ist nicht so ganz das, was ich aktuell haben möchte. Das ist auch nicht so ganz das, was ich haben möchte. Warte mal, Princess Strike. Okay. Die für ja schön heiß Attack. Also irgendwie. Komm, ich spiele jetzt einfach den, damit ich mal was auf dem Feld habe, auch wenn das nicht so. Gut, dann mache ich einmal hier ein bisschen Druck ausüben. Okay. Quite talkative for someone without a brain. Aha. Achso, Officer Follower. Da bin ich nicht so glücklich gerade mit. Aber gut, dann Top Strategist einmal evolven. Damit habe ich da ein bisschen was auf dem Feld. Do you possess the courage to survive? Let the explosions blast away your tears! Time to retreat! This was a failure. Okay. Ich fange mal hier mit einfach an erstmal. Come get some! So. I am Solomon, the first mage. Okay. An act of taking. Oh. Let us speak with more than words. You've breathed your last. Wisdom is eternal. Wart mal. Jupp, das könnte. Das könnte sehr cool für mich werden insgesamt jetzt. Jupp, das wird ziemlich, ziemlich cool für mich jetzt. Dutch Detective und Reinhardt kommen gleich. So, und dann als erstes Dutch Detective, dann Reinhardt. So, damit ist der jetzt dabei 4, dann trade ich den einfach mal komplett und mach den da mal.
So, ich habe einmal Tsubaki, damit ich einen großen machen kann. Ich habe ihn. Quite talkative for someone without a brain. Water in the desert is more precious than gold. Okay, dann fange ich erstmal hiermit an. Lovely day for a fight. Irgendwie ist das jetzt nicht so das Optimale für mich gewesen. Ich denke, ich wende hier jetzt erstmal den Zug. Oh, fuck it, ey. Ich hätte ja... Allow me to join you. Well, aren't you something? Well done. And it, give all the followers at the end of your turn. Next time. Okay, gut. Gut, gut, gut. Das ist in Ordnung für mich. Und dann mache ich den. Den. Oh, I could watch this all day. It won't be long now. War is the most sacred act. So, dann zerstöre ich mal die beiden hier einfach. It's a miracle. Come get some. Do you understand now? So. Drawing calculations set. Ready to summon. Ich habe ein bisschen Sorge, was er da potenziell noch an Karten zum Spellboosten auf der Hand hat. Aha. Sollte ich mir auch bewahren? Ich mach doch mal Mr. Lina. Well, I think it tastes great. That's mine. Not bad, hm? So, dann kommst du da. Also ich hab echt immer noch Sorgen, was da potenziell gleich kommen kann. Aha. Brilliant technique. Aha. Only OG is eternal. Your time is up. Just go already. Just go already. Okay, 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 okay. Dann spiele ich jetzt erstmal dich. So, Tyrant's Order kommt jetzt. Dich lasse ich da raus. Und dich lasse ich da jetzt einfach mal raus, dann sind die beiden da schon mal weg. Gut. Und dann... mache ich, denke ich, dich. So, einmal... du darin. Blessed sunrise. Das hat jetzt halt natürlich da eben ordentlich gespellboostet, aber das dürfte verteidigungstechnisch ausreichen, dass er mich nicht in einen Zug jetzt killen kann.
proclamation. Könnte für mich wesentlich, wesentlich schlimmer sein als das jetzt. Take my blade of resentment. Dawn is upon us. Ich bin gerade echt am überlegen, aber ich denke ja, das mache ich einfach, damit ich da nochmal den Heal bekomme von. Um doch wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Wasn't enough for you. War doch vernünftig. Okay, ein Challenge-Ticket habe ich bekommen. The pleasure was all mine. Das heißt, dass ich. Wollte gerade sagen, dass ich wahrscheinlich hier die nächste Stufe erreicht habe im Battle Pass. So, ein Match bleibt dann noch übrig. Zwei Siege haben wir schon mal, das ist wenigstens etwas. Und dann haben wir ja noch ein paar Packs zum Öffnen. Es war eben aber auch schon wieder. Das hätte potenziell auch in die Hose gehen können. Ich hatte halt Sorgen für halt Kombos mit dem Timeskip Gate, nenne ich es mal. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Karte heißt, aber. Aber der, wodurch man den gegnerischen Zug einfach überspringen kann, die Karte. Von der hatte ich eben ziemlich, ziemlich viel Schiss gehabt. Oh. Okay. Könnte schlimmer sein. Ja, obwohl, ich hätte den wahrscheinlich so nicht. Ich hätte da wahrscheinlich welche rauspacken sollen. Okay, jetzt ist wieder in Ordnung. Servant of Asception kommt erstmal gleich. Das ist für mich absolut in Ordnung. Ich denke, ich spiele den. Aber lieber Veteran Lancer, jetzt als Servant of Asception, weil ich habe einfach die Befürchtung, dass er den halt wegschießen könnte mit was weiß ich nicht was. Daher lieber so machen. Das ist sehr, sehr schön. Ich mach doch mal den. Den. Ich wirf den dann auch einfach mal. So. Damit habe ich da zumindest schon mal ein bisschen was an Verteidigung hoch. Gezogen. I embrace all manner of spellcraft. I am the fires of war incarnate. You ready for the good stuff? Aha. Truth and taboo. Ist das ein Clash oder? Yep, Clash. Okay. Time to retreat. We will greet the new dawn. Don't mind if I do. Ich trade dann mal den hier einmal kurz. This bears further study. Komm. Lass mich doch Glück haben. Ach, scheiße. Ja, ich bin nicht glücklich damit, aber. Is that the best you come? Get some. Whoops. Guess I got too close. Das wird natürlich jetzt sehr unangenehm, wobei ich habe ja Roland die Incorruptible Blade. Das ist also wesentlich harmloser als potenziell befürchtet. Okay. Okay, gut, dann fange ich erstmal mit Tsubaki hier an. Damit ist der weg. Nächsten Zug kommt Roland's Incorruptible Blade. Okay.
unangenehm, aber dafür habe ich ja den hier. So, dann mache ich mal den. Ach fuck, ich hätte... So, ich brauche jetzt eigentlich irgendwas zum Healen. Das ist so ein bisschen das Problem jetzt gerade. Followers. Das Problem ist halt wirklich, das reicht mir nicht, ich brauche halt eigentlich einen Heal. Ich fange dann hiermit einfach erstmal an. Das bringt mir aber halt alles nichts, weil ich hier eigentlich Heal brauche. Ich bin halt tot. Ich kann mich halt, glaube ich, ja, ich bin tot. Ich bin tot. Shit. Ja, okay, jetzt ist sowieso egal. Schade, 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 schade. Hätte ich da einen guten Heal gehabt, dann wäre das vielleicht noch was geworden, aber so leider nicht. Gut, dann öffnen wir doch mal ein paar Packs. Als erstes natürlich die Special. Ich nehme Darkness over Velsa. Wie letztes Mal auch. Und ich denke, dass ich mir inzwischen sogar ziemlich gut was zusammencraften kann, weil ich halt ziemlich viel zum Eindosten habe. Inzwischen. Denn ich glaube, die einzigen Karten, die ich noch nicht dreimal habe, sind vielleicht ein paar goldene und die Legendaries. Und ich glaube, selbst bei denen habe ich schon ein paar dreimal. Ja, das ist nix. Das ist auch nix. Das wird wieder... Nope. Also ich krieg ja nicht mal mehr goldene gerade. Das ist ja absolut rein gar nichts. What the fuck? Das kann doch nicht sein. What the heck? Also ich glaube, da kann ich alles eindasten aus dem, was ich da gerade gezogen habe. Okay, ein Pack mal nochmal, dann bin ich hier wieder auf 5 runter. Das ist dann das Pack, was ich quasi mir erspielt habe. Damit habe ich 11 Packs geöffnet. Okay. Ach komm. Ehrlich, die 5 kommen jetzt auch noch. Dann bin ich bei 160, bei 150. Dann habe ich hier eine gerade Anzahl. Okay, damit habe ich zumindest wieder eine goldene. Die habe ich jetzt, also Pein habe ich jetzt mindestens dreimal, das weiß ich. Nope, da ist nichts.
Das wird ganz schön viel das geben. Alter. Okay. Fangborn habe ich jetzt auch häufiger schon gezogen. Nicht eine Legendary. Okay. Gut. Dann werde ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen eine ziehen. Gehe ich mal sehr stark von aus. Boah. Ist halt nun mal so. Dann das entscheiden wir mal. Ich habe so das Gefühl, dass das ein bisschen was werden kann. Jupp. 12 Gold. 14.500. Boah, ey. Das ist schon übel. Das ist schon wirklich, wirklich übel. Also, ehrlich. Allein hieraus kann ich mir schon 2 Legendaries craften aus den silbernen. Alter Schwede. Ich glaube, ich kann mir hier locker... Was, okay, naja, locker vielleicht nicht, aber... nee, doch nicht. 5 Legendaries doch nicht, aber 4 kann ich mir craften. Ich kann mir 4 Legendaries daraus craften aus denen. Und wenn ich mich dann da noch darum kümmern würde, alle goldenen zu desenchanten, die ich habe. Halleluja. Das ist denn nicht wenig. Okay, aber ich schaue jetzt da nicht alle durch. Das ist, glaube ich, auch nichts, was ich, während einer Aufnahme machen würde. Das würde halt einfach viel zu viel Zeit und sonstiges kosten. Also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.